Hallo, ich bin vom Rheinmetall in Waffenbündnis in Berlin. Es gibt auch ein bundesweites Bündnis und wir haben letztes Jahr beim Rheinmetall in Waffenencamp in Unterlüß, Niedersachsen, gegen die dortige Waffenfabrik protestiert. Zu der Veranstaltung, gegen die wir hier heute protestieren, wurde schon viel gesagt. Die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Geheimdienstbehörden und Unternehmen zeigt eigentlich nur, wie tief sich der Abgrund auftut, wenn man hinter die Fassade der kapitalistischen Marktwirtschaft guckt. Ein Höllenschlund, Sodom und Gomorra. Die Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft hat als Partner nicht nur RWE, sondern auch beispielsweise Diehl Defence, Airbus und Rheinmetall als Partner. Wobei ich hier kurz einschieben möchte, dass RWE sich vielleicht andere Partner suchen sollte, denn soweit kann es mit der Expertise der dort Versammelten nicht sein, wenn man sich anguckt, wie selten dämlich sich RWE letztes Jahr am Hambi verhalten hat und was es für ein Desaster wurde. Krieg beginnt also nicht nur im Steigenberger Hotel, er beginnt auch in einem Vier-Sterne-Hotel in Berlin-Mitte. Am 28. Mai dieses Jahres kommen dort die Profiteure deutscher Waffenexporte und globaler Aufrüstung, deren Zeuge wir dieser Tage werden, zur Aktionärsversammlung von Rheinmetall zusammen. Sie beratschlagen über die Aufteilung ihrer Blutdividende. Sie füttern die Kriegsmaschine, die millionenfach Leid und Vertreibung produziert und abertausende Tote zurücklässt. Auch wir werden an diesem Tag dort sein, die Folgen der Kriege sichtbar machen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zwingen. Die Handlanger des Todes und Waffenhersteller sitzen in der BRD. Sig Sauer, Heckler und Koch oder Kraus, Maffei, Wegmann. Rheinmetall als größter deutscher Waffenexporteur profitiert vom Krieg im Jemen und baut Munitionsfabriken in aller Welt. Mit deutschen Panzern besetzt die Türkei das nordsyrische Rojava. Deutsche Hightech-Technology dient der Abschottung der europäischen Außengrenzen. Abseits von der Öffentlichkeit und fern von jeder Moral und Ethik sitzen die Sensemänner und Frauen am 28. Mai im Maritimhotel bei der Aktionärsversammlung und präsentieren ihre Geschäfte mit dem Tod. Es ist Zeit, sie zusammen mit dem Rheinmetall-Vorstandsvorsitzenden Armin Paperga zur Verantwortung zu ziehen. Doch wir wissen auch, dass der Tod viele Handlanger hat und immer neue dazukommen werden, solange der Kapitalismus existiert und unser Frieden das Blut der anderen ist. Wir werden den Toten gedenken, aber wir sind kein Trauermarsch. Wir feiern das Leben und wir werden uns Rheinmetall entgegenstellen. Im Mai in Berlin, im September beim neuen Rheinmetall in Waffenencamp in Unterlüß, Niedersachsen gegen die dortige Waffenfabrik und so lange, bis Rheinmetall Geschichte ist. Keine Lobbyarbeit, keine Kommunikationsberatung wird diesen Verbrechern helfen, sich zu retten und erst recht nicht die willigen Nazi-Helfer des Verfassungsschutzes, wenn wir es in die Hand nehmen. Für das Leben gegen Rheinmetall, für eine neue Antikriegsbewegung, Verfassungsschutz und RWE auflösen.